Servus und willkommen zu einem neuen Video hier auf All4Motion, heute aus dem sonnigen Dubai. Wie ihr im Hintergrund seht, bin ich auf der Dubai Motor Show. Ja, und ich bin gespannt hier auf das Line-Up, ich bin gespannt, was die Dubai Motor Show zeigt. Ich bin auch gespannt, wie groß sie im Verhältnis zu allen anderen Messen ist. Deswegen, was hier mit einem GMC-Truck, der bis zu 7 Tonnen ziehen kann, anfängt, geht dahinter weiter. Ich nehme euch mit. Nach dem Intro starten wir ins Video. So Leute, hier vorne wie gesagt der GMC und dahinter geht es auch schon direkt weiter mit einem richtig, richtig krassen Aufgebot. Ihr seht hier vorne die AMG Mercedes vom Purple Team, was zum zweiten Mal, glaube ich, bei der Gumball dabei ist. Warum Mercedes, warum Purple Team und vor allen Dingen warum gesponsert von Emirates? Gagash Motors ist ein großer Mercedes-Benz-Händler hier in der Region und die haben mit diesem Purple Team, mit den AMG GTs an der Gumball teilgenommen. Hier haben wir einen, da haben wir den zweiten. Und wir schauen gleich mal drinnen, da dürfte noch einer stehen. Hier drüben haben wir ein exklusives Line-Up von Elite Cars. Elite Cars mit den beiden Range Rover. Und wenn wir weiterlaufen, haben wir da drüben den Lamborghini Urus. Den Urus in Gelb mit vier Carbon-Applikationen, ebenfalls von der Firma Elite Cars. Und wenn wir hier drüben weitergehen, ein G-Modell. Wie ich finde, in einem mega, mega geilen Platin-Grau, Steingrau, richtig geil. Wenn wir noch ein Stück weiterlaufen, direkt ein Aventador, dahinter ein SLS und danach folgt dann ein Rolls-Royce, auch coole Farbkombi, wie ich finde, rotes Dach, rotes Leder, hier diese leichte Applikation, auch dieser rote Streifen, echt schönes Auto. Ja, und dann hier ein Bentley Tiger, ein Bentley, auch eine richtig, richtig geile Farbkombi, ich laufe mal drumherum. Ja, ich nehme euch mal so ein bisschen mit, zeige euch das mal so, wie groß diese Messe ist und wie gesagt, das ist bisher nur der Eingangsbereich. Wir wechseln mal hier rüber, hier geht's weiter. Das ist das nächste Line-Up. Ein weiteres G-Modell, diesmal ein Brabus. Auch krasses Bodykit. Weiß mit mattem Carbon. Natürlich auch für die Kleinen interessant hier, die Ferraris von VIP Motors. Dann geht's hier weiter mit einem weißen Bentley. Und der kleine Mann ist auch wieder voll dabei. Der findet's klasse. Nebendran haben wir einen goldenen Aventador. Und links daneben den 918er Porsche, auch schon wieder gefolgt von einem Rolls-Royce. Also das Line-Up hier ist echt richtig, richtig krank, aber jetzt folgt mir mal rein. So, wir sind drinnen in der Halle. Ihr seht, wir haben hinter mir schon gepanzerte Fahrzeuge. Wir haben GAC Motors. Wir haben hier auf der Seite Mitsubishi Motors und die Halle runter ist auch einiges los. Eine Besonderheit, die ich hier schon gesehen habe, aber ich zeige euch mal gleich die Details von den ganzen Autos. Aber was ich echt spannend finde, ist hier im Hintergrund seht ihr mobiles Tanken. Das heißt, wenn ich Bock habe, irgendwas anderes zu machen, so wie die Herrschaften hier oben werben, also Sleep, Eat, Play und in der Zwischenzeit wird mein Auto betankt. Tolle Idee, soll es in Deutschland vielleicht auch mal geben, aber wahrscheinlich ein absoluter Luxusservice. So, ich nehme euch aber mit, zeige euch mal das ganze Line-Up hier und fange mal bei den gepanzerten Fahrzeugen an. So, hier vorne auf der Ecke haben wir einen gepanzerten Chevy Suburban. Das Auto sieht noch sehr ziviltauglich aus. Hier ein zweiter rechts voll gepanzertes Fahrzeug mit einer eingebauten Disco offensichtlich. Echt, echt krank. Made in UAE steht dran, also wird offensichtlich hier gebaut. Wir schauen mal rein. Ja, das ist natürlich Basis, wie ich sehe, offensichtlich ein Dodge Ram. Komplett umgebaut. Hat echt was von einem Militärfahrzeug. Mit einem krassen Abschleppseil. Zustieg hier hinten über eine Treppe. Ja, das ist mehr so ein Mannschaftswagen. Begleitfahrzeug, wenn man richtig Schutz braucht. Auch hier noch ein gepanzertes Fahrzeug. Auch ähnlich einem Armeefahrzeug. Dann hier ein gepanzerten AMG V8 Biturbo G-Modell, alles von der Firma Incas. Und hier auf der Seite nochmal ein GMC Yukon, ebenfalls gepanzert. Wir gehen mal weiter bei Mitsubishi über den Stand, den Pajero.
kennen wir hier eine Black Edition mit einem kleinen Logo auf der Haube. Ich glaube, ich habe noch nie einen Mitsubishi mit einem Emblem oder einer Kühlerfigur gesehen. Das ist jetzt für mich auch das erste Mal. Ja, dann haben wir natürlich hier für den Raum typische Kleinwagen bei Mitsubishi und eine E-Studie. Kann sein, dass die in Europa schon mal stand, ist mir persönlich jetzt noch nicht aufgefallen, aber kommentiert mal drunter, ob die schon mal irgendwo auf einer Show oder so gezeigt wurde. Dann haben wir hier oben den Montero. Ziemlich großes Fahrzeug, wird so in Europa, glaube ich, auch nicht verfügbar sein. Sieht nämlich nach einem 7-Sitzer aus, auf jeden Fall ein 5-Sitzer, ziemlich langgezogenes Heck. Montero Sport. Dann machen wir weiter im asiatischen Raum, im DAC Motor. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht allzu viel zu sagen. Das sind alles, ja, Klein- und Mittelklasse-SUVs, Vans, hier drüben auch. Und dann gibt es hier noch ein GS8, auch ein SUV. Ich denke aber, das sind alles Fahrzeuge, die bei uns in Deutschland oder in Europa auf der Straße wahrscheinlich eher selten zu sehen sind. So, kommen wir rüber zu den Chinesen, bleiben im asiatischen Raum. Gehen wir rüber zu Hongqi. Wenn es anders gesprochen wird, korrigiert mich bitte. Hier eine Staatskarosse, ein echt schönes Fahrzeug, klassisch angelehnt. Erinnert mich ein bisschen an die alten russischen Staatslimousinen. Standartenhalter hier an der Seite. Ja, zur Technologie, zur Technik kann ich jetzt gerade gar nichts sagen. Ich versuche vielleicht noch ein Detailvideo dazu zu machen. Auf jeden Fall 4 Endrohre. Erinnert mich so ein bisschen an den Cadillac STS, an den alten. Also um die 90er Baujahrung vom Heck her, so von der Anordnung der Heckrohre. Ja, chinesische Autohersteller, also ich denke auch diese Fahrzeuge werden bei uns erstmal nicht zu sehen sein. Aber nichtsdestotrotz, ich fahre ja nicht hierher, um mir das anzugucken, was ich schon kenne, sondern um euch auch mal das zu zeigen, was wir eventuell nicht auf dem Schirm haben. Was die Chinesen so machen. Ein weiterer SUV. Hier hat man offensichtlich an dem überdimensionierten Kühlergrill von BMW Interesse. Beziehungsweise hat das Ganze spannend gefunden und hat einen noch größeren Kühlergrill eingebaut. Schon krass. HS7 heißt das Fahrzeug. So, und hier geht es weiter mit einem kleineren SUV. Und direkt gegenüber von Hongqi Motors ist die sogenannte Supercar Alley. Da ist jetzt aktuell der Zugang gesperrt, deswegen mache ich es mal von außen, zeige euch die ganzen Fahrzeuge und alles. Und also hier herrscht irgendwie noch so ein bisschen ganz krasse Zweiklassengesellschaft. Eigentlich ist Media Day jetzt, aber jetzt ist geschlossen, weil irgendwelche VIPs oder sowas kommen, sich das angucken wollen. Wobei es sich hier eigentlich gar nicht um Verkaufsfahrzeuge handelt, sondern einfach nur um Fahrzeuge, die gezeigt werden, weil es sind noch ein paar ältere Autos dabei. Aber ich zeige euch die mal von außen. Wir gehen jetzt einmal rundherum. Und gegenüber von dieser Supercar Alley hat es die nächste Sammlung mit Supercars. Und auch da schauen wir gleich mal rein. So, wir fangen hier an mit einer Brabus E-Klasse. Links daneben ein GT3 RS in einem ganz, ganz kranken Grün. Daneben, wir hatten draußen schon einen 918er Porsche, alle zugelassen hier offensichtlich. Und was man wirklich selten sieht, ein Fab Design SLS. Wirklich auch ein extrem breites, extrem krankes Auto. Hier hinten haben wir einen Billardtisch im Muscle Car Style und hier im Vordergrund ein McLaren. Das sieht man auch sehr selten, vor allen Dingen auch mit dem ausgestellten Flügel. Schon extrem krank. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar ein P1, wobei nein, von der Front her nicht. Kommentiert mal drunter, ich bin mir bei den McLaren manchmal etwas unsicher, so im Vorbeilaufen. Aber vom Flügel her würde ich fast auf einen P1 tippen. Aber bin mir gerade nicht ganz so sicher. Aber das hier, nochmal integranker Rennsportausführung. Carbon, 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 Carbon. Und auch diese massiven Endrohre hier ist garantiert ein P1. Jo, hier unten ist die Bestätigung. Oder auch auf den Türen. P1 GTR. Übrigens auch Straßen zugelassen. So, hier geht's weiter. Bugatti Chiron. Ebenfalls ein zugelassenes Auto. Und dann hier links noch ein 918er. Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, ist das jetzt schon der dritte. Ein LaFerrari. Und wenn wir um die Ecke rumlaufen, neben dem LaFerrari, wieder ein Fab Design Mercedes. Diesmal ein SLR. Ich weiß nicht ganz, ob ich die Front schön finden soll oder nicht. Auf jeden Fall selten, imposant, beeindruckend, echt verrückt. Alles in allem natürlich ein extremer Exot. Ich möchte mal behaupten, wahrscheinlich seltener als der LaFerrari hier drüben. Und hier links
Auch nochmal ein Exot. Ein Gianarelli oder Gianarelli. Wenn ihr Infos dazu habt, kommentiert mal drunter. Ich müsste jetzt auch erst googeln. Aber auf jeden Fall interessante Art und Weise, um einzusteigen. Türen, die an den BMW Z1 erinnern, zumindest mal von der Höhe. Die Funktionsweise ist ja dann eine andere. Und sehr spartanische Innenausstattung. So, wir laufen mal weiter auf die andere Seite. Da stehen noch mehr Supercars. Also was außergewöhnliche Autos anbelangt, gibt es hier echt mega viel zu sehen. Und wir fangen an mit einem weiteren Exoten. Und zwar einem Ferrari Pista. So, hier in gelb-schwarz. Müsste die Pista-Ausführung sein. Auch Ferrari hat mittlerweile so viele Special Editions, dass ich auch immer erst genauer hinschauen muss. Müsste aber ein Pista sein. Hier daneben in braunem Carbon. Ich zoome mal ran, dass man das auch sieht. In braunem Carbon mit Chrom-Applikation hat echt viel von dem Flugzeug. Ein Ducati Veyron. Links daneben wieder ein Aventador. Aventador, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich mittlerweile auch sehr häufig in Deutschland. Deswegen gar nicht so überrascht davon. Aber wir gehen mal weiter. Und sehen dahinter schon. Hier dahinter einen Senna. Ich gehe mal schnell rum und zeige euch den mal von näherer Ansicht. Ist offensichtlich hergefahren worden. Ist nämlich noch ein bisschen dreckig hier. Ja, auch ein echt verrücktes Auto. Muss man jetzt ehrlich sagen, glaube ich, war auch das Super- oder Hypercar, was so in den letzten Monaten am meisten in den Schlagzeilen war, durch die ganzen Fahrzeuge, die abgebrannt sind. Ja, formtechnisch muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das Auto nicht schön. Aber natürlich, die Fahrtarten sind natürlich beeindruckend. Nehmen wir jetzt weiter mit dem Chiron. Okay, jetzt bin ich tatsächlich doch hinter die Absperrung gekommen. Also hier nochmal der Chiron, 2018er, in einer wunderbaren Farbkombi. Ja, wenn wir links weitermachen, wieder ein P1. Und wenn ich so drüber nachdenke, die Autos sind extrem selten, extrem exklusiv. Und das müsste jetzt schon der dritte sein, wenn ich richtig mitgezählt habe. Farbkombination extrem beeindruckend. Wir haben hier Alcantara mit den rot-braun abgeschleppten Nähten. Vollcarbonfahrzeug. Auch hier, man sieht teilweise, dass die Autos bewegt werden, da sind Regentropfen drauf und so weiter. Was ich mega geil finde, weil viele Leute kaufen sich sowas, um es wegzustellen. Hier wird es gefahren. Richtig, richtig cool. Ein Aston Martin 1777. Auch ein extrem seltenes Fahrzeug. Ich meine, ich habe in Monaco einen stehen sehen. Aber sonst selten in live und selten ist die Möglichkeit, so nah ranzukommen. Auch wieder Carbon in diversen Farben. Auch ein richtig, richtig geiles Auto. Direkt daneben ein DBS Superleggera auf Aston Martin. Komplett in schwarz mit mattschwarzen Felgen. Ah, schon geil einfach. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so länger ich hier rumlaufe, desto besser gefällt mir das hier. Echt verrückt. Auch die Front, brutal. Auch wenn ihr euch das Line-Up hier im Hintergrund anschaut, Wahnsinn, steht hier alles auf einem Fleck. Und dann habe ich hätte es gedacht, noch ein 918er. Ich bin der Meinung, ich habe noch nie so viele 918er auf einem Fleck gesehen. Und dahinter ein SLR McLaren Roadster. Auch definitiv etwas, was du nicht jeden Tag siehst. Wahnsinn, Sidepipes. Es liegen überall Motormatten drin, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Fahrzeuge auch zum Verkauf stehen. Sind aber auch alle bewegt worden, wie man sieht. Hier auch mit ausgestelltem Bremsflügel. Wahnsinn. Also SLR, auch so ein Auto auf meiner persönlichen Traumautoliste. Sehr, sehr weit oben, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich gehe mal weiter, ich nehme mich mit. So, wir haben die Supercar Alley verlassen. Und hier rechts stand von Emirates weitere zwei Mercedes vom Purple Team. Wie gesagt, Gargash Motors. Und direkt auf der anderen Seite haben wir etwas, und das macht Dubai aus. Streitfahrzeuge, also sprich Amphibien und Enterrain-Fahrzeuge der Extraklasse. Wir gehen mal schön rum, weil hier steht ein G63 6x6 und dann seht ihr mal, wie klein der im Vergleich ist. Das Fahrzeug hier auf der Ecke nennt sich Sherpa, hat vier Achsen und wie gesagt dahinter der G63 6x6 und wer den schon mal live gesehen hat, weiß, dieses Auto ist echt nicht klein. Der ist wirklich auch eine Riesenkarre, Riesenkiste. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr euch jetzt mal so den Vergleich anguckt, das Ding ist wirklich auch riesig, aber da vorne der Sherpa noch mal größer. Wir gehen mal schön auf den Stand drauf. Die Firma Streit wirbt auch damit mit diesen Mudcrawling-Events, also die ihr vielleicht aus den USA kennt. Ich werde noch ein Video dazu machen und euch dann entsprechend das Ganze einblenden. Das heißt, checkt meinen Kanal,
schaut nach dem Video von dem Streit Sherpa oder auch dem Schaman. Da gibt es ganz viele Bezeichnungen bzw. Varianten. Auch interessantes Logo, weil schnell sind die Dinger offensichtlich nicht, aber halt kommen überall durch, das Schildkrötenlogo. Also, Enterrain 8x8, auch geil, wir gehen weiter. So, hier drüben ist Nissan, GTA, dann da hinten der 370Z in Rot. Dann hier die Gazelle, Enterrain-Vehikel, auch super spannend. Nissan Maxima kennen wir auch. Nissan Kicks, Kleinwagenmarkt. Auch hier oben wieder ein Nissan Sunny, auch wieder für den, sag ich mal, ja, Normalmarkt. Kein Supercar, kein Hypercar. Hier drüben ein Patrol für die Wüste. Der andere Gazelle von hinten. Ein Patrol für die zivile Nutzung mit einem V8. Nissan X-Trail, ein Leaf, also E-Mobilität spielt ja auch eine ganz große Rolle. Und da vorne nochmal ein Nissan Patrol in Gold. Platinum Edition. V8 Motor. Definitiv ein Auto, was bei uns auf den Straßen auch nicht so häufig fährt. Gegenüber, da hinten seht ihr schon, A-Spark Over. Ein japanisches Elektro-Super-Hypercar, über 2000 PS in unter 2 Sekunden auf 100 ist hier präsentiert worden. Zumindest die Serienreife-Version, weil ich weiß, in einigen anderen Motorshows wurde das Fahrzeug schon gezeigt. Allerdings als Vorserienreif, hier gilt es als Serienreif. Das Video zur Premiere findet ihr auch bei mir auf dem Kanal. Desto weiter wir reinlaufen, desto europäischer oder zumindest mal für uns bekannter wird es, weil ganz am hinten kommen natürlich noch einige, ganz hinten kommen noch einige amerikanische Marken. Wir haben hier Bugatti Chiron und hier vorne den Divo. Da versuche ich auch noch ein Video von zu machen. Und nebendran geht es dann weiter mit Ferrari. So, hier vorne haben wir den F8 Tributo. Da hinten ein Lusso, ein Portofino dahinter. Und hier vorne ein 812. Ferrari ist also auch da nebendran direkt Maserati. Mit den Klassikern hier. Und auch etwas Neuem, dem Levante Super Trofeo. Hinten auf der Quattroporte. Und hier vorne in dem wunderschönen Grau. Mit der Dame, die hier gerade durchwischt. Ein Gran Turismo. Wie ich schon sagte, es wird europäischer gegenüber Mercedes. Mit dem AMG Lineup A45S. Und dem A35 als Limousine. Daneben hier für die Region erst vorgestellt. AMG GT 63S als Viertürer. Und hinten im Stand haben wir dann die GLE-Modelle und auch das Thema Elektromobilität ist da hinten mit dem EQ abgebildet. GLE Coupé, wahrscheinlich sogar das gleiche Auto, in dem ich in Frankfurt gesessen habe. Weiß ich nicht ganz, wobei vielleicht nicht, weil hier sind Diesel eher weniger gefahren. Ja, komplettes AMG Lineup hier vorne. CLS 53, auch ein schönes Auto. Und der GLC 43. SUVs sind hier, wie gesagt, ein cooles Thema und macht hier auch irgendwo mehr Sinn als bei uns, wenn wir ehrlich sind. Ich rede schon irgendwie wie Greta, furchtbar. SUV ist ein geiler Punkt. Hier hinten geht es weiter mit der V-Klasse und dann nochmal dem GLS da hinten. So, wir schwenken aber rüber, da drüben haben wir Jaguar. Und bei Jaguar das, ja, ich sag mal, klassische Line-Up. Hier vorne auch das Thema E-Mobilität. Auch das hält vor den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht an E-Mobilität. Das ist ein weltweites Thema, Umweltschutz und so weiter. Hier haben wir aber wieder die klassischen Fahrzeuge, F-Type. Dahinter die Limousinen, da habe ich erst auf der IAA welche gemacht. Hier haben wir die kleineren Jaguar SUVs. Den E-Pace und den SVR F-Pace, also Sportversion. Und direkt nebendran, weil Markenzugehörigkeit ist ja gegeben, Range Rover, auch vorrangig die Sportausführungen, ist halt eben eine andere Käuferschicht hier. Hier auch eine schöne Farbkombi, wie ich finde, eine Metallic Grün, beige-braunes Leder, Range Rover Sport, SVR, SVR, Wahnsinn, sieht echt heiß aus. Dann hier drüben noch ein Range Rover. Hinter mir noch ein Range Rover und da vorne die Defender, wenn euch das ein bisschen im Detail interessiert, habe ich auch schon Videos in Frankfurt auf der IAA gemacht. Das heißt, einfach mal meinen Kanal checken, die sind schon dabei. Ja, hier rechts Land Rover Discovery und nochmal Defender in der Ausführung. Gegenüber GMC, Chevrolet und Cadillac, auch verschiedene Autos, wo ich sagen muss, die bei uns jetzt nicht so häufig zu sehen sind, einige schon. Aber zum Beispiel das hier, der Sierra mit dem Anhänger, perfekt für Campingausflüge, Motorrad mit dabei. Hier hinten ein Zelt drauf. Echt verrücktes Ding und ich glaube, das, was bei uns so ein bisschen als Show hingestellt wird, wird hier sogar verkauft. Ja, dann haben wir das Zelt mit dem gleichen Anhänger, mit der Einstiegsstufe und wirklich Platz. Moskitonetz dabei, Vordach, echt verrückt. Hier haben wir nochmal das Auto selbst als Zweitürer mit 5,3 Liter V8. Auch etwas, was man uns selten sehen wird, deswegen umso interessanter. Ladefläche mit Stufe wieder, finde ich echt spannend. Also ist wirklich, ja, also interessanter Aufbau auf jeden Fall. Hier Cadillac, die neuen SUVs, habe ich auch ehrlich gesagt gar keinen Plan von. Müsste jetzt auch erstmal schauen, wie die Modelle heißen. Ein paar Dinge kommen mir bekannt vor aus Deutschland, aber ich kann sie jetzt echt nicht benennen, weil mit Cadillac habe ich super, super wenig am Hut. Hier steht XT4 auf dem Heck,
Scheint auch ein kleiner SUV zu sein. Ich denke, Cadillac ist hier auch wahrscheinlich eine extrem stark vertretene Marke. Also zumindest, wenn wir uns das Straßenbild anschauen. Dann bleiben wir gleich mal bei Chevrolet. Hier gibt es neue Kleinwagen. Auch ein Pickup sieht ähnlich aus wie der GMC. Sierra ist hier als Silverado ausgeschrieben, nehme ich mal an Plattform gleich. Ja, dann gibt es ein Auto, das kennt man vielleicht noch so aus der Spielzeugkiste. Blazer sah früher auch ganz anders aus. Vieleckiger, vielkantiger, hat man so ein bisschen die Camaro vorne draufgepackt. Und da ist er wieder. Und durch die Menge hindurch das Spannendste am Chevrolet-Stand, die neue Corvette C8. Auch hier gibt es ein Detailvideo von der Premiere hier für den regionalen Raum. Ja, checkt das ganze Video, dann seht ihr die Details zu dem Fahrzeug. Ich muss ganz ehrlich sagen, geile Kacke. Auch Preis-Leistung, alles, was ich bisher so gelesen habe, schon echt krass. Ich bin gespannt, wie die Corvette rocken wird. Und wie ich vorhin gehört habe, offensichtlich für diesen Raum hier werden die Fahrzeuge als erstes ausgeliefert. Das heißt, in Dubai und Umgebung wird es diese Fahrzeuge vorrangig geben. Und gegenüber dann das Ende von der Halle, direkt die BMWs Z4, M-Performance, M330, X6 und natürlich auch hier hinten Night Sky Ausführung, der aktuelle M8. Mit ziemlich coolen Applikationen, wie ihr hier seht. Also wenn ihr gesehen habt, auf der IAA, da gab es ja den Venta Black X6 und hier gibt es jetzt einen Night Sky M8. Ich laufe gerade mal rum. Oh Leute, sorry, ich korrigiere, es ist kein M8, sondern ein M850. Aber trotzdem, wirklich schöne Ausstattungslinie, sieht auch geil aus. Was auf der Kamera vielleicht nicht so ganz rauskommt, ist, das ist ein schwarz-lila mit Carbondach. Und hier haben wir dann noch den X7, natürlich für, ich sag mal, diese Region der Welt auf jeden Fall ein Fahrzeug, was sich gut verkaufen wird. Großes Auto, 7 Sitze, M50i, die Ausführung hier. Und natürlich mit den viel diskutierten BMW-Nieren in überdimensionierter Ausführung. Richtig, richtig krass. Und damit bin ich auch durch die Halle. Auf der anderen Seite da drüben gibt es noch Classic Cars. Hier nochmal einen neuen 18er. Und ich muss sagen, es ist nicht wirklich groß. Also es ist eine sehr, sehr kleine Show eigentlich. Aber wie gesagt, die anderen Hallen bieten noch einmal klassische Automobile. Das ist aber auch nicht groß. Das ist ein kleines Eck. Und dann noch Future Mobility. Das heißt auch da wieder E-Autos und so weiter. Ein paar E-Scooter. Ein bisschen was so alternative Antriebsformen. Aber so klassische Automesse im Prinzip gibt es hier. Draußen vor der Halle ist dann noch eine Driftshow. Allerdings haben wir jetzt absolute Mittagshitze. Die fangen immer erst auf den Abend an, was auch Sinn macht. Und eine Stuntbike-Show. Also es ist schon ziemlich viel geboten. Checkt auch meine anderen Videos. Da ist ziemlich viel auch an einzelnen Autos dabei, die ich euch im Detail zeige. Unter anderem die Corvette, unter anderem der A-Spark Owl. Und natürlich auch, wenn ich dazu komme, wenn ich die Chance habe, ich weiß nicht, wie lange ich heute hier bin, auch natürlich die Driftshows. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, teilen, liken nicht vergessen und kommentiert gerne, wenn ihr irgendwas Spezielles wissen wollt. Bis bald, ciao, ciao.